Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video auf meinem Kanal. Wir spielen ja Skywars auf dem Gomadir.net Server. Ich habe immer noch dasselbe Texture Pack und alles und ich hoffe, euch macht Spaß hier zuzuschauen und abonniert unbedingt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir haben jetzt 566, wenn ich dies hier aufnehme, und wir versuchen diesen Monat die 600 zu knacken. Helft bitte mit, ich werde auch noch einen Livestream machen diesen Monat und ich denke, das ist machbar. Helft also einfach mit, abonniert und dann klappt das Ganze. Müsst aber nicht. Ihr müsst es wollen und ich hoffe einfach, ihr wollt. So, jetzt geht's los mit Minecraft. Wir farmen erstmal Holz, wir haben nämlich kaum Blöcke, also wir haben Blöcke, aber das reicht nicht. Wir wollen ja auch was aus Holz craften. Schwert und so weiter, da braucht man Holz für und deswegen haben wir uns das jetzt kurz geholt. Mit Nidab habe ich auch schon ein paar Mal LoL gespielt wieder, also Offset, also ohne Aufnahme und manchmal mit Aufnahme, auch schon im Stream bei ihm. Auf Twitch könnt ihr gerne vorbeischauen, Nidab TV, glaube ich, heißt er da. Ich habe mir auch Twitch geholt, habe es aber noch nicht benutzt. Ich werde lieber YouTube-Streams machen, Twitch kann ich mir später nochmal genauer anschauen. Und da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen. Ja, das wird wahrscheinlich eher am Wochenende erfolgen und nicht so unter der Woche, aber sonst bin ich recht aktiv. So zwei Videos die Woche bleiben immer drin. Werde ich immer schaffen, mal ein Wochenende eben, und da könnt ihr immer schön vorbeischauen, liken und abonnieren. So, jetzt sind wir kampfbereit und jetzt sind wir auch schön ausgerüstet. Wir haben unsere Schneebälle und Eier, die wir werfen können, und ich brauche nur noch ein Schwert. So, Gierschwert, richtig schön, 7 Attack Damage ins Gesicht und dann geht es auch schon los. So, Essen brauche ich auch. Ich muss mir das hier unten immer schön zurechtlegen, dann können nämlich kaum Fehler passieren beim Belegen der Tasten und auch bei der Auswahl. So, dann mal jetzt. Mal wieder bauen, bauen, bauen und jetzt zurücklaufen einfach. Was mir auch aufgefallen ist, die Musik im Hintergrund. Einige sagen, die ist zu laut. Einige sagen, die ist zu leise. Ich werde es diesmal versuchen, perfekt anzupassen. Schreibt dann mal unbedingt in die Kommentare, wie das mit der Musik ist. Passt diese oder passt sie eben nicht? Liked, wenn ihr es feiert. Liked, wenn ihr mehr wollt, und dann passt das. 10 Likes müssen drin sein. Ich denke, das schaffen wir bei so einer großen Community. Ich weiß, viele sind inaktiv oder sind nicht mehr da, aber das passt schon. Ist mir auch egal. Ich mache das für mich aus Spaß und ich hoffe, dieses Motto gefällt euch. Und das geht auch an euch da draußen. Macht es nur aus Spaß, sonst macht es keinen Sinn. So, was mal jetzt? Hä? Ich habe noch gar nichts gemacht und wir sind nur noch 4 Spieler. Das ist GG-Runde, meine Leute. GG. So, jetzt gehen wir runter. So, so, so. Was mir auch noch gesagt wurde, die Videolänge sei manchmal zu kurz, manchmal zu lang. Ich sehe das ja auch in den Statistiken. Manchmal wird mein Video eine Minute geguckt, manchmal 30 Sekunden. Nur einige schauen komplett. Und bei den kürzeren Videos ist es ehrlich so, dass die meist länger geschaut werden. Ist natürlich auch angenehmer vielleicht. Und muss ich nochmal schauen, wie lang dieses Video wird. Aber es kommt ja auch immer auf die Runde an. Wenn ihr wollt, dass ich das mal cutte, also das ist so eine, weiß nicht, 7 bis 8, 9 Minuten Runde, so recht schnell, so auf 2, 3, dann kann ich das ja auch gerne machen. Also ich würde das für euch ehrlich tun, spielt euch hiermit an und müsst ihr auch in die Kommentare schreiben. Erstmal finde ich es mega fresh, dass da immer ein paar aktiv sind, immer irgendwas Nettes in die Kommentare hauen und auch liken. Danke schon mal dafür an jeden Einzelnen. Bau, 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 bau. Jetzt stecken wir uns hier schön hoch, 3 Spieler nur noch. Ich kenne ein Secret auf dieser Map. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Das ist eines der besten Secrets überhaupt. Da oben, ganz oben drin, das ist so ein Secret Room und das ist eine richtig harte OP-Kiste. Ich baue mir jetzt hier einmal rüber, das wird richtig lustig aussehen nachher, wenn wir gewonnen haben. Oder wenn wir zweiter Platz wollen, können wir ja noch werden. Denn wenn man hier so hoch, runter, hoch baut, dann sieht das immer richtig mega auch aus. Nicht auch. Bei Bed Wars ist das auch so. Wenn man da hochsteckt, sieht das auch richtig fresh aus. Oder auch bei Skywars. Dann sieht das einfach nach mehr Arbeit aus und nach mehr Können. Mal sehen. Also ich kann es noch nicht, aber ich baue hier einfach so ein bisschen rum. So, ja. Und da unten ist er, der kommt nicht so schnell hoch, auch wenn er sich hochsteckt. Da haben wir schon mal einen zeitlichen Vorteil. Hier, in dem Bereich, ganz, ganz, ganz oben auf dieser Map. Map Palermo Gomadir.net. Wenn ihr Zeit habt, hier hochzubauen, natürlich aufpassen, dass die anderen euch nicht runterwerfen. Immer ausnutzen. Hier oben ist eine ganz starke Kiste. Man sagt immer, da sind Dia-Sachen drin und da ist alles drin. Und die ist richtig OP. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Ich gucke ja auch ein bisschen Minecraft-Tutorials und dann schaue ich da auch immer mal rein, wie das so ist. Und jetzt gucke ich mir einfach mal an. Das ist die erste Runde, dass ich das ehrlich ausprobiere. Auch in der Aufnahme, glaube ich. Könnt ihr ja mal durchschauen.
Wobei alle Videos ist ein bisschen viel Arbeit für euch. 60, 80, na ne, 70 Videos habe ich jetzt, glaube ich. Hier ist ja gar nichts drin. Oh, das war dumm von mir. Zwei Spieler nur noch. Jetzt rüste ich mich hier zu Ende aus. Ich habe ja eine Enderpearl immerhin. Ihr Schwert haben wir auch. Ich craft jetzt erstmal so ein bisschen und dann geht's gleich weiter. Bin gerade ein bisschen konzentriert und muss ein bisschen nachdenken, was ich jetzt hier mache. Soll ich mir. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ja, gut. Jo. Protection 2. Ja, mach ich mir doch mal eine. Ich glaube, die ist doch immer besser als. Also, sowas könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare hauen. Tipps, Tricks, auch für Minecraft und so weiter. Und dann passt es. Für alle Leute, die bis hierhin ausgehalten haben, ich werde noch ein externes Video machen zu einem Projekt von mir. Ich werde meinen eigenen Minecraft Community Server aufmachen. Das ist noch nicht publik, könnt ihr gerne in die Comments schreiben und sagen, dass das in diesem Video gesagt wurde. Da wird noch mal ein externes Ankündigungsvideo zu kommen. Noch ist der ganze Server in Arbeit und ich habe mir das mit so ein paar Leuten vorgenommen, da einen zu machen. Wir werden dann so ein paar Spielmodi draufbringen. Im Moment ist geplant Hide and Seek und so ein paar andere Sachen. Und jetzt kämpfen wir erstmal. Oh, komm, komm, komm her. Komm, geh weg. Oh, das ist auch ein YouTuber. Nimm dir auf. Junge, wir sind zusammenhalten. Hallo. Nicht. Nein, 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 nein. Nein, geh weg. Och, Mano. Also, wir haben verloren. Aber, um nochmal kurz auf meinen Server zu sprechen zu kommen. Ich werde dazu ein externes Video machen. Und ich würde sagen, GG, das war's von mir. Macht's gut, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Aber hier seht ihr es nochmal kurz. Richtig nice gebaut. Macht's gut. Ciao.